Kinas, willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame. Na, könnt ihr euch noch an die Konsolenabstürze erinnern, beim Versuch irgendwo nachzujoinen? Das wurde jetzt rausgepatcht, wie es scheint, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Minecraft Wii U Version gestartet und dann stand dort, das Systemupdate wurde abgeschlossen. Und naja, Kinas, das kann nur eins heißen. Es wird wohl rausgepatcht geworden gesignt. Gucken wir mal. Ja, es wurde rausgepatcht. Na wunderbar. Das heißt, wir können jetzt auch endlich gegen Randoms kämpfen. Kinas, der erste Kampf kommt wohl jetzt, aber ich will mir diesen Ladescreen nochmal aus der Nähe anschauen. Was hat das zu bedeuten? Wir werden wahrscheinlich gerade irgendeinem random Raum nachjoinen, so ist es. Ja, richtig. Und es sieht gar nicht mal so unstabil aus, muss ich sagen. Na? Wir kämpfen halt echt gegen Randoms. Kennen wir hier irgendeinen von? Nö. Aber da seht ihr, diese ganze Minecraft Wii U Fangemeinde ist anscheinend so groß. Guckt sie euch an. Gönnt euch. Na? Aber cool! Ich meine, das Update oder dieses Battle Minigame Gedöns kam am 21. Juni raus. Und jetzt am 24. kam quasi das Update raus, in dem dieser Fehler gepatcht wurde, dass die Wii U abstürzt beim Versuch irgendwo nachzujoinen. Finde ich sehr cool, dass das ist extrem schnell gegangen. Wirklich. Wow. Und jetzt müssen wir gucken, ob der Raum auch stabil läuft. Aber das sah schon mal bei der Lobby gar nicht mal so schlecht aus. Na? Das heißt... Fuck, ich hab nichts bekommen. Das heißt quasi, wenn ihr, ich sag mal, so, wenn ihr... Oh oh. Ich sag mal so, wenn ihr die Wii U quasi startet und Minecraft Wii U startet, sollte es automatisch schon installiert worden sein. Das macht euch da mal keine Sorgen drum, Kinas. Macht euch da keine Sorgen drum. Das wird wohl automatisch passiert sein. Bei mir ist es auch automatisch passiert. Also, alles gut. Der Patch ist da. Wir können endlich beliebigen Räumen nachjoinen. So muss das sein. Aber das Ganze macht auch wirklich einen ziemlich stabilen Eindruck. Ich habe da gerade eben was gehört oder auch gesehen. Sehr komisch. So, wir haben immer noch nichts zu futtern, ne? Das ist ein... Ich würde... Willst du mich verarschen? Willst du mich vollkommen verarschen? Was ist das denn für eine Scheiße? Der hat mich jetzt rausgeschmissen oder was? Was für ein Spasti. So ein neuer weiterer Random-Raum und ich hoffe diesmal, dass der Host nicht so ein Arschloch ist und mich rauswirft. Ich weiß gar nicht, warum hat er das getan. Damit er der Einzige ist, der noch überlebt oder damit er der Einzige ist, der noch gewinnen kann. Wahrscheinlich. Ich kann schon wieder nicht an die Truhe gehen. Ey, als wäre das irgendwie so ein Internetproblem. Keine Ahnung, ich hab ZL gedrückt. Das ist die Taste, mit der du quasi, naja, so eine Truhe öffnest. Und das ging halt nicht. Also bye. Oh oh, scheiße. Ich glaube, der hat einen Trank der Schnelligkeit in Zeit. Kann das sein? Ach du Kacke. Jetzt aber schnell. Sonst verrecke ich hier noch. Ich glaube, er hat losgelassen. Ich glaube, er hat aufgegeben. Oder er rennt einen anderen Weg hoch und wird mich dann von da aus killen. Kann auch sehr gut sein. Lass mich rein. Ah. Ich glaube, der ist echt auf dem Weg zu mir. Der Arsch. Was willst du nun eigentlich hier? Nun... Ah! Fuck! Ah! Okay, ich muss zur Chest da hinten hin, wobei sie ist offen. Ja, geil. Weißt du was? In den Kampf! Angriff! 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 Komm schon! Bring ihn noch um! Wie lange überlebt der? Oder die? Willst du mich vollkommen... Das hat auf jeden Fall sehr gut gewirkt. Scheiße, ich muss weg. Dieser Drecks. Hase, Mann. Was willst du nun hier eigentlich? Verdammt, ich kann nicht mehr rennen. Scheiße, gib mir was Gutes. Oh mein Gott, zwei Äpfel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Dia-Schuhe, Alter. Sag mal, willst du jetzt aber irgendwie auch mal ein bisschen sterben? Oder wie sieht's aus? Hallo?
Hase! Nein! Gott, jetzt schaut er wird eine Kill ab. Boah, das ist ja wieder hier, wow. Nein. Nein, nein! Weißt du? Und dieser Scheißhase, ja? Den ich tausendmal angehitzt habe, der lebt noch. Faire Welt, wa? Sehr fair. Der kann ja nicht mal den Controller bedienen. Maxi273 hat gewonnen. Und ich nicht. Und die nächste Runde, ich glaube, wieder auf der gleichen Map wie eben auch. Die Strandmap, ja, ja. So, jetzt will ich aber echt an die Kiste gehen. Ich verstehe es nicht. Ich konnte die letzten beiden Male nicht anhitten. Jetzt ging es. Oh mein Gott. Was sind das denn für Wurftränke? Des Schadens. Kinders. Das wird hart. Das sage ich euch. Das wird jetzt eine harte Runde für die Gegner. Weil so viele Schadenstränke. Wow. Das muss mal jemand schaffen, sage ich jetzt mal. Ne? Oh, da ist eine Truhe. Soll ich da hin? Erstmal gucke ich mal, was hier ist. Wenn hier jetzt nichts Wichtiges ist, dann gehe ich wieder weg. Da ist eine Chest. Schau mal an. Da ist drin. Also wenn da ein Schwert drin ist, dann hole ich es mir. Oder wer? Schwert war jetzt zwar nicht drin. Oh oh. Da geht er weg. Weil er merkt, dass er keine Chance hat. Ja, 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 ja. Okay, weiter geht's. Seht ihr das? Ich hample manchmal so behindert rum, aber dabei kann ich nichts dafür. So, ich habe aber noch einen Stab Verbrennung oder halt einen Stock Verbrennung. Gar nicht mal schlecht. So, ich würde sagen, wir gehen mal nach unten und gucken uns an, was in der Chest drin ist. Ja, ein bisschen weiteres Equipment, aber halt ein schönes Schwert wäre halt nicht schlecht, ne? Ganz ehrlich gesagt. Ich würde gerne eine... Ja, guck mal, was wir hier haben. Scheiße. Komm, das nutzen wir aus. Okay, sie ist schon mal tot. Bringt mir die Hose was? Ich hoffe es, ich glaube aber nicht. Trank der Heilung. Könnte man einen nehmen? Sicher. Scheiße! Fuck! Ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Und boah. Wie viel Schaden hat die bitte schon gemacht? Oder wie viel Schaden hat der bitte schon gemacht? Das ist die Frage des Tages, die es zu beantworten gilt. Sehr viel Schaden. Kinders, bis gleich. Die letzte Runde für heute. Und das wieder auf dieser wunderbaren Neta-Map, ja. So, ich visiere jetzt mal die rechte hier, also die linke an. Ich sag rechts, zeigt nach links. Wunderschön. Wunderbär. Trank der Stärke, so muss das sein. Ich könnte jetzt quasi schon am Anfang direkt so übertrieben ausrasten. Mache ich aber nicht. Weil ich halt ein bisschen noch auf safe spielen möchte, ne? Sollte klar sein. So, ich weiß, dass da hinten eine Chest ist. Oh, Junge, ich hab gesprungen. Ich bin gesprungen, ohne Scheiß. Aber egal, guck mal an. Wunderbär. Hier sterben ja gerade eben alle weg, wie die fliegen. Guckt euch mal an, die fliegen alle. Ah! Mein Gott. Kommt der runter? Oder wie sieht's aus? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat sich jetzt erstmal damit. Ah! Fuck. Nein! Ach, scheiß doch drauf. Blabla! Lava ist heiß! Lava ist heiß! Blabla! Blabla! Lava ist immer noch heiß! Lava ist heiß und tut weh! Und damit hat Pete Johnston gewonnen. Ja. Der Typ übrigens, der stand eben am Spawn, hatte Äpfel in der Hand und wäre fast an einem Hungertod verreckt. Was für ein peinlicher Tod muss das bitte schon gegen den gewesen sein. Aber okay, Kinders. GG, ich würde sagen, ich bin sehr attraktiv, wie es heißt. Und ich würde sagen, wir beenden den Part und beim nächsten Mal vielleicht wieder Abonnenten frei. Mal schauen. Kinders, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.